So, gleiche Stelle, neue Welle, Minecraft Staffel 6. Wie gesagt, gleich weitergemacht, habe ich ja letzte Folge angekündigt. Ich will das einfach, dass die Folgen nicht zu lange werden, da habe ich keine Lust drauf, dass beim Hochladen ist das schon ein bisschen anstrengend dann. Und für mich auch viel einfacher dran haben so. So, wir haben gesagt, hier holen wir das runter, so. Bauen wir uns wieder einen Glaskasten rum. Das können wir hier auch machen, weil wir ja Microblock verwenden, so. Und eigentlich können wir das, ja, nicht nur eigentlich, das werden wir einfach so machen. Das Ganze zum Boden runterziehen, so. Oder auch nicht. Dann machen wir das so und so. Dann Cobblestone für die Leitung und mal so. Dann so und hier. So, so. Das passt. Dann verbunden, verbunden. Und hier so, hier so. Und so, das heißt, hier kommt das Item runtergefallen. Zack, wandert hier entlang, da nach oben. Und müsste da vorne irgendwann vorbeiflitzen. Da ist er, ja! Coole Sache, oder? Jetzt sagt er nichts mehr dazu. So, 18, 18, das passt. Ja, was machen wir hier mit diesem Ethanol? Mal einfach eine Kiste hier hin und das Ethanol rein, damit ich das nicht in mein Inventar habe. Jetzt schmeißt er das da hinten runter. Das heißt, wir können hier eigentlich auch runterschmeißen. Zack. Müsste er das auch durchschmelzen gehen. Na, gut. Dann müssen wir hier schauen. Kommt hier wieder so eine schöne Mauer hin, wie wir es ja schon drüben haben. Damit das alles ein bisschen. Wie macht man das so? Ja, so. So, nein. So, genau. So, nein. So, nein. Kann man die mit der Wrench aufdrehen oder muss man den. Ja, jetzt ist er gegangen. Und dann hier. Marble drauf. So. So, so. Und der hier. Ja, wie machen wir das am besten? Der braucht ein Redstone-Signal. Ich komme aber hier nirgends dran, denen ein Redstone-Signal zu geben. Dann könnte ich hier vorne nämlich dicht machen, damit das nicht so scheiße aussieht. Da gibt es noch einen Block dafür. Der nennt sich nur Wiege. Ender IO. Nein. Remote. I.O. heißt der Mod. I.O. Block, den brauchen wir. Was fehlt denn da hier? Block of Iron. Kompressor wieder. Ah, den habe ich auch ganz vergessen. Den wollte ich auch. Kompressor. Automatikkompressor brauche ich da. Nein, nicht dich, dich. Stainless Steel. Gibt's da Iron auch? Nein. Steel. Komm jetzt, hat's bald. Nee, nicht Stainless Steel. Steel. Und dann die Scheißplatten. Dann hier. 1, 2, 3. Oh, Steel alle. Wie ging denn nochmal Steel? Ja, weiß kein Mensch, ne? Mal gucken, da muss eh das Rezept drin sein. Steel ging folgendermaßen. Ja, ein Maserator, ich weiß. Endcrusher. Zack, Steel Dust ging. Kohle, Enriched Iron, Enriched Iron, Kohle, Eisen, okay. Coal. Aber nicht mal viel. Iron. Haben wir keine Kohle mehr, echt? Kack die Wand an, Mensch, Junge, was ist los mit dir? Kohle, Eisen. So, der mal arbeitet, wir gehen mal runter schauen, wir haben einen Turtle da unten. Ob der Kohle hat. Da habe ich auch schon lange nichts mehr weitergemacht da unten.
Das Einzige, was ich habe, hier ein Loch gebuddelt und hier ein Loch gebuddelt für Cobblestone. Ah, der hat genug Kohle gefunden. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwas Wichtiges, was wir brauchen? Nee. Egal. Rohstoffe haben wir eigentlich. Ah, du Schwein. Oh, hey. Weg da mit dir. Schau den Hund an, ey. Weg da. Was? Die droppen auch diese Pneumatik-Craft-Sachen? Das wird auch dann ein Mod, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Oder ich werde, sagen wir so, nicht müssen. Ich werde es machen. Ich bin eigentlich momentan sehr zufrieden, so wie es momentan ist. Ja, Rückmeldung ist schwer zu sagen, denn ich nehme jetzt ziemlich viele Folgen im Voraus auf, dass einfach zeittechnisch nicht anders ausgeht. Das ist bei mir sonst nicht möglich, deswegen, ja. Gut, Yeast habe ich hier. Yeast. Kann ich das jetzt eigentlich noch irgendwie, wenn ich das versehentlich rausgenommen habe, da reinschmeißen in eine Maschine? Nee, kann ich nicht. Es sei denn, warte mal, Yeast. Es wäre noch eine Möglichkeit. Aber das geht auch nicht, weil dann müsste ich den stoppen hier. Wäre möglich, aber mal gucken. So, Kohle, Kohle. Eisen wird hier nochmal gucken gehen, da wegen Stil. Ja, der Chopper darum. Aha, 360 Kohle, also Carbon. 150, achso, da geht immer 10 runter, naja. Mein trotzdem 35. Aber so gefällt mir das eigentlich sehr gut, muss ich sagen, Leute. Das haben wir gut hinbekommen. Der hat hier alles durchgewurstelt. Hier rein. Ethanol haben wir jetzt wieder. Und dann müssen wir noch gucken, wie wir den ganzen Schotter hier wieder nach Hause kriegen. Das werden wir auch mit diesen Förderbändern machen. Oder mal gucken, vielleicht haben wir da noch eine andere Lösung. Wobei ich sagen muss, das mit den Förderbändern hat mir jetzt eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Das ist ziemlich einfache Handhabung, funktioniert spitze und ja, schaut cool aus. Und hier haben wir auch alles schön automatisiert, immer mal schauen, Zuckerrohr. Da werden wir uns auch eine Zuckerrohrfarm bauen müssen. Wohl oder übel. Aber zuerst noch mal hier gucken. Da haben wir uns noch mal zwei rein, damit der noch mal arbeitet hier. Sollte noch mal ein bisschen wursteln hier. Damit wir immer Vorrat haben. Das sollte man erst brauchen. Hallo. Okay. Dirt. Zucker, ja. Zucker. Zucker. Sugar. Ey, wartet. Achso, der droppt ja nichts, genau. Wie machen wir das? Wie überprüfen wir, wie viel Ethanol wir haben? Denn die Maschine soll ja nicht durchgehend laufen, das wäre ja doof. Der verbraucht sowieso immer alles dann. Ich will das ja so, dass wir sagen, zum Beispiel, wir haben hier 8 Stacks Ethanol, dass der dann aufhört. Die Maschine wird auf alle Fälle nicht automatisch befüllen, das ist mir klar. Das heißt, es gehört hier eigentlich, hätte man noch Platz für zwei Barrels, dann könnte ich hier noch ein Barrel Ethanol hinstellen, dass ich die Maschine dann füllen könnte. Und der Barrel müsste befüllt werden, und wenn in dem Barrel eine gewisse Anzahl drin ist, sollte er aufhören. Das wäre jetzt eine Möglichkeit mit Computercraft. Dann könnte man hier einen Computer hinstellen. Ja. Oder.
Schwer zu sagen. Computercraft kann ich ein Barrel auslesen, oder? Sollen wir gleich testen. Modem. Ob ich ein Modem auf ein Barrel platzieren kann. Wenn das geht, dann kann ich ihn auslesen. Wenn das nicht geht. Ja. Gut, dann kann ich hier sicher auslesen, wie viel drin ist. Und da können wir dann sagen, wenn so und so viel drin ist, soll er aufhören. So, jetzt haben wir nur noch das Problem mit diesem Redstone-Signal. Das wird aber, ich hoffe, wenn wir einen Kompressor haben, gefixt. Aber bis wir einen Kompressor haben, dauert es ein bisschen. So, ich werde hier mal versuchen. Zack. Ist da etwas rausgegangen? Nee, irgendwie nicht. Gerade raus. Also er saugt hier an und vorne schmeißt er raus. Aha. Seht ihr das Problem, Leute? Und solange der nicht hier Redstone-Signal kriegt, führt er sich auch nicht nach. Hinten kann ich nicht. Und auch nicht. Nehmen wir raus und schmeißen die Hand rein. So. Zack, rein. Zack. Und wegfliegt er. Ja, das ist natürlich doof jetzt, was wir hier haben. East wird immer schön nachproduziert, hier wird auch nachproduziert. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir jetzt Kompressor fertig bekommen. Das bringt nichts. Ohne Kompressor kommen wir jetzt gar nichts weiter. 9, 18 brauchen wir mindestens. So. Dann mach du mal hier weiter. Das dauert jetzt natürlich ewig und noch eine Weile. Die Maschine läuft natürlich auch auf Hochdampf, weil hier ja alles voll, ja. Und der liefert, naja, liefert ein bisschen. Das nächste Problem, was wir haben werden, ist, dass die Hopper zu langsam sein werden, was dann auch wiederum heißt, wir müssen hier auch eine andere Alternative finden. Da können wir halt den Duck nehmen. Ja. Ich weiß nicht, das nimmt ja jeder. Kack. Jeder Furz nimmt ja immer die leichteste Möglichkeit. Das will ich ja nicht. Mit dem Let's Play will ich ja eben andere Mods nutzen. Und schauen, welche Möglichkeiten es noch gibt, außer die einfachsten. Klar wäre das mit Item Duck am einfachsten gewesen. Will ich aber nicht. Deswegen auch hier der ganze komplizierte Rotor Craft. Wobei es mit anderen viel einfacher gehen würde. Wir haben hier schon 6,6 Gigajoule drin. Ist schon ein Haufen. Ich weiß, normal lädt man das nicht mit denen. Aber dennoch machen wir das. Kohle, weiß ich nicht, ob ich draußen noch brauche. Hier geht halt natürlich nicht wirklich was weiter, gell? Wenn ich hier drin, ja, das auch nicht mehr viel, aber ich glaube mir einfach mal, bringt hier nichts. Vielleicht geht dann doch ein Spur schneller, wenn ich den hier noch dazu klatsche. Ja, auf alle Fälle, jetzt geht es schon um einiges schneller. So, 8 Blob ist einer, wir brauchen 8, also 64. Nee, hä? Na egal, mal gucken. Ich mache das nur mit diesem Mimic-Cheater. Dann erspare ich mir den Blast Furnace. Wie ich immer wieder sage, wer sich darüber aufregt, naja, hast du Pech gehabt. Ich habe den Mod ja auch nicht umsonst drauf. So, wir haben jetzt wie viele Platten? Wir brauchen
8 Platten. 8, gut. So, und in der Mitte war was? Schlüssel, okay, so, so. Automatikkompressor. Und dann brauchen wir Redstone. Ich glaube Redstone. Nee, was brauchen wir? Da. Also Eisen. Iron. Und zwar 16, 18. Bei 9 brauchen wir pro Stein und 2 brauchen wir. Und wir brauchen ein Kupferkabel. Wo habe ich denn das noch? Kupfer. Gold. Nimm mal dein Goldkabel. Kupfer schon nicht geht. Nimm mal halt ein Gold. Nein. Achso, da ist ja noch das Kabel. Zack. Oh. Da müssen wir warten, bis wir zugreifen können. Energie haben wir noch ein bisschen so und dann gleich reingeklatscht hier. Machen wir schnell 2 Eisenblöcke. Okay, das sind nur verkraftbar. Denn den brauchen wir auch noch. So, einmal. Dann können wir wieder die Energiezelle holen. Die wird eh schon leer sein, glaube ich. Das ist natürlich die Frage. Ja, droppt er. Also die war gar nicht mal leer, cool. Ausgang sollte hier sein, das passt gar ja. Gut, dann ist der auch fertig hier, zack. Dann brauchen wir noch ein paar Sachen und zwar, wie schon gesagt, den hier. Da fehlt uns Enk, da haben wir nichts. Schwarz, haben wir irgendeine Pflanze, die schwarz ist? Schwarzer Farbstoff, nein. Da muss ich wohl oder übel Inksäcke holen. Wohl oder übel. Hallo Tintenfisch, ich würde mal gerne Sie töten. Ist das ein Problem für Sie? Nee, eigentlich nicht, gell? Ja, habe ich mir schon gedacht. Dass Sie gar kein Problem haben damit, wenn ich Sie töte. Hallo, den kann ich nicht töten. Der lässt sich nicht töten. Töten! Okay, warum geht das jetzt nicht? Wahrscheinlich. Oh. Hat einen Hänger gehabt. Slash. Oh mein, da brauchen wir jetzt weit laufen. Zack. Und dann craften wir uns den Kack hier. So, so. Gut, und was wir damit machen? Das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao, lasst Like und Abo da. Ja!